Komm, wir lehnen das jetzt ab. Ach komm, ah, nein, wir machen sowas nicht. Wir sind nicht so welche. Ich bin nicht interessiert. Och nee. Nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Frau Schimmel. Hallo. Hallo. Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Ich möchte Sie um etwas bitten. Könnten Sie mir einen Kochtopf leihen? Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, in meiner Hosentasche. Bitte. Danke. Schönes Ding. Hey. Hallo. Was ist los mit deinem Mann? Er fühlt sich nicht gut. Er hat einen Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Was möchten Sie von dem Archivar? Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt. Was? Mit der Sprache. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Ich habe Klaus Modelliermasse im Geschäft einkaufen sehen. Und danach habe ich gesehen, wie er die Kiste in Papier wickelte und hereingerannt ist. Heimgerannt. Danke, Mark. Sie waren eine große Hilfe. Auf, Mark. Dann muss ich mal das Ministerium anrufen jetzt. Und unser Frauchen sprechen. Ja, da. Da ist unsere Frau. Sehr gut. Ministerium für Ordnung. Jochen? Ja, Jochen. Altes Scheißhaus. Ich bin's. Bernd. Stromberg. Genau. Ich habe ein kleines Problemchen. Kamerad Karl, Sie müssen Klaus Schimmer zwangsräumen. Was ist mit der Frau? Sie ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Klaus. Ja. Mündliches Hausverbot ohne Begründung, ne, junger Mann? Wie kann ich Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer. Für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Das ist Ihre Pflicht, Kamerad Karl. Wir sprechen uns später. Klaus Schimmer? Das aus deinem Haufen tut, ist aber nicht mehr länger tragbar. Ach, das Fräulein noch? Oh ja. Na, dann müssen wir 20. Was ist, Karl? Ich möchte mit dir über den Topf sprechen. Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für das Kompott vorbereitet. Ja, Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spar nicht mit Zucker bei dem Kompott. Letztes Mal war der total wässrig. Es ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir noch Zucker. Kopf hoch. Also so ein Scheißgelaber, da kann sich doch kein Schwanz anhören. Ne? So, jetzt kommt er raus. Hallo. Schönen guten Tag. So, erstmal. Sagen Sie es mir geradeaus, Karl. Wurden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Schreien meine Mutter nicht so ein, das hol ich aus! Sie müssen vorsichtiger sein, Kamerad Klaus. Ich komme gleich zum Punkt. Ich habe den Auftrag erhalten, Sie sofort aus dem Gebäude zu entfernen. Was? Die wollten mich aus meinem Haus vertreiben? Das ist undenkbar! Wenn ich nur könnte, hätte ich dieses schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen. Meine Probleme sollten Sie nicht plagen. Danke für die Warnung. Was werden Sie tun? Bitte für Hilfe an, oder was? Wir bieten mal Hilfe an. Ach, ich bin ja so ein armer Kerl. Und gib mir doch bitte was. Ich möchte Ihnen helfen. Warum verlassen Sie nicht die Stadt? Das ist verdächtig, Karl. Warum sollten Sie sich um mich kümmern? Ich frage nicht aus Neugier, sondern um Ihnen zu helfen. Ich werde gesucht. Schwer zu glauben, dass jemand sich für meine Probleme interessiert.
Ich wurde zum Tabakladen geschickt, zu diesem kleinen Holzstand im schlimmsten Viertel, nahe dem Fischmarkt. Sie haben mir ein Abwesenheitszertifikat weggenommen, ohne das sitze ich hier fest. Verstehen Sie? Was zum Teufel ist ein Abwesenheitszertifikat? Sie sollten solche Dinge wissen, Karl. Das ist das Dokument, das Sie für den Eintritt in die strategischen Einrichtungen oder zum Verlassen der Stadt benötigen. Mal sehen, was ich wegen Ihres Abwesenheitszertifikats tun kann. Ich trinke aus meinem Schlückchen. Naja. Ich stell mir zwar ein Flasch Bier hin, ne? Aber dann nehme ich nur dran und spiele wieder. Vielleicht können wir jemanden ins Archiv schicken. Haben wir nicht einen Archivar mit. Hier, er ist da. Das ist doch der Renneck. Ich hab's gewusst, der Alte. Mark Ranek. Komm ran auf den Meter hier. Was möchten Sie von dem Archivar? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf ehrliche Art und Weise bekommt man kein Dokument vom Archiv. Von wem sprechen Sie? Die Dokumente von guten Menschen werden nicht ins Archiv gebracht. Binden Sie mir keinen Bären auf. Und du sagst es mir nicht, aber schreit aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Ich spreche über Schimmers Wohnung 1. Ist beim Staat in Ungnade gefallen. Sie haben ihm sein Abwesenheitszertifikat weggenommen und er sitzt hier fest. Ich mag ihn nicht. Ich verschlag ihn, die Fresse, lauf, halt dich verlassen, du. Trau dir nur. Verschlag dich zusammen, Trau du. Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Bringen Sie mir sein Abwesenheitszertifikat. Abgemacht. Aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Geht nicht auch Bierchen? Ich hab nur Bierchen da. Handeln wir mal. Was verkaufen Sie heute? Ist das Whisky? Das ist Whisky. Kauf mir einen Whisky. Hier ist die Flasche. Sei sich still. Gute Wahl. Okay, ich besorge die Akte. Kommen Sie später wieder. Okay. Dann müssen wir jetzt irgendwas machen oder müssen warten, bis er Verbrechen begeht oder müssen wir irgendwas erwischen. Was ist, Karl? Die Schulter. Was ist passiert? Martha ist krank, Karl. Und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Wer ist ihm? Und wieso schon wieder Neuigkeiten über Martha? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nein, das ist nur Fieber. Mir gefällt aber nicht, wie sie sich fühlt. Also ja, Aspirin haben wir schon. Was ist, Karl? Hast du Aspirin gefunden, Karl? Martha geht es schlechter. Ja, nimm das. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Momentan ist jeder krank. Danke. Ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Frag mal den Sonnenmann. Ja, Vater. Darf ich erfahren, was passiert ist? Ich muss mit dir sprechen, Vater. Was ist passiert? Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht. Der erste Nacht der Hoffnungslichter wird in einigen Tagen stattfinden. Warte, wer ist dieses Mädchen? Andrea Gorschik. Sie ist wunderschön und klug. Sie geht gern ins Theater. Ich habe gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Das ist meine Chance, Vater. Ich habe nicht genug Geld für die Karten. Wie viel? 550. Au! Das ist viel Geld. Ablehnen. Ins Theater zu gehen ist sinnlos. Lade sie doch zu einem Spaziergang am Fluss ein und kauf ihr Konfekt. Preiselbeeren und Zucker wären früher in der Nähe des Piers verkauft. Deine Mutter mochte es. Von welchen Preiselbeeren sprichst du, Vater? Du verstehst überhaupt nichts. Ich bin da schon wieder besoffen. Scheiße. Schlüsselein. Unser Sohn hasst uns. Thank you.
Hausverbot ohne Begründung, ne, junger Mann?